Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Heute nehme ich dich wieder mal mit auf einen kleinen Rundgang. Lasst euch also überraschen. Ja, nachdem mein letztes Video von der Austria Comic Con doch ganz gut bei euch angekommen ist, also mit dieser kleinen Vlog-Geschichte, dass ich über die Messe gegangen bin, ein bisschen was erzählt habe. Das scheint ja eigentlich gar nicht so schlecht zu sein. Habe ich mich dann entschlossen, heute auch mal einen kleinen Rundgang durch meine Stadt hier zu machen, durch Cuxhaven, und euch ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich werde dann auch wieder ein paar Drohnenaufnahmen, die ich vorher schon gemacht habe, einblenden. Und dann wollen wir mal schauen, ob euch das gefällt. So, und dann sind wir hier auf dem Weg von mir zu Hause in die City. Ich habe dann jetzt auch mal wieder meine Maske aufgesetzt. Sieht schick aus mit den Leuchttürmen. Und dann haben wir jetzt hier unseren kleinen Fahrtweg. Ja, und das Video von der Comic-Con ist, wie gesagt, ganz gut angekommen. Hat jetzt vielleicht noch nicht ganz so viele Views, aber durch die Suchfunktion von YouTube wird es auch ganz gut gefunden, wenn die Leute jetzt nach der Austria Comic Con suchen, dann landen sie da. Und hier auf dem Weg kreuzt jetzt gerade ein sehr interessantes Kriechdingens. Habe ich so ein Kriechvieh, habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Ja, kleiner Kerl, dann sieh mal zu, dass du nicht von all den Radfahrern hier übergemackelt wirst. Noch weiterhin einen guten Weg für dich. Ja, und wo war ich zuletzt stehen geblieben? Es ist Samstag. Ich bin auf dem Weg in die City. Muss noch was besorgen. Und da dachte ich mir halt, nehme ich euch mit. Es ist sonnig. Nachher soll es noch Regen geben. Aber jetzt zur Zeit ist das Wetter noch richtig schön. Also eigentlich perfekt für einen kleinen Ausflug. Heute ist auch einiges los hier, weil gleichzeitig Wochenmarkt ist. Ja, und dann bin ich dann auch gleich hier angekommen bei unserem Wochenmarkt. Dann nehme ich euch jetzt auch noch mal wieder ein kleines Stück mit rüber. Ich hatte ja bereits ein Video gemacht zum Wochenmarkt in Corona-Zeiten, das auch ganz gut angeklickt wurde. Ganz schön windig ist das heute. Alles am Wegfliegen. Ja, der Cuxhavener Wochenmarkt findet, wie gesagt, an jedem Mittwoch und am Samstag statt. Bekommt man alles, was man so frisch braucht. Von den Bauern der Region Kartoffeln, frische Eier, Äpfel, viel Obst, Gemüse, sogar Pilze. Echt ein tolles Angebot. Ja. Hier sind Weintrauben, lecker, lecker Weintrauben. Ja, das fällt den Leuten dann doch sofort auf, wenn hier einer mit der Kamera unterwegs ist. Aber die meisten reagieren noch ziemlich entspannt und locker.
Sehr leckere Erdbeeren, Strawberries. Ich komme hier nicht allzu oft her, weil ich nicht so wahnsinnig viel dran brauche. Alleinstehend, Single-Haushalt. Da reicht mir das einfach. Wenn ich im Supermarkt dann einkaufen gehe, muss ich nicht unbedingt über den Wochenmarkt. Könnte man natürlich machen. Vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann, dass ich nicht mehr alleine bin und dann mit der Family hier rüber gehen kann. Das wird dann wieder ein längeres Video jetzt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt und dass ihr dran bleibt, ein bisschen mit mir schaut, was es hier so Tolles gibt. Vielleicht hin und wieder mal ein paar Detailaufnahmen. Schafe, tolle Sachen. Sehr, sehr schön. Dass die Händler hier wieder verkaufen können, schon eine ganze Zeit lang, ist natürlich super. Ich bin ja selber auch Händler, habt ihr ja in meinem letzten Video gesehen. Und ich freue mich darüber, dass ich zumindest in einigen europäischen Auslandsländern wieder meine Ware anbieten darf. In Deutschland müssen wir mal schauen. Die ersten Shows werden wohl im November, Dezember wieder sein. Ob das hinhaut und wie das dann mit den Abstandsregeln ist, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Jo. Und jetzt sind wir gleich dann doch durch hier auf dem Wochenmarkt. Wie gesagt, ich blende euch das Video nochmal ein, wo ich den ausführlichen Bericht gemacht habe, auch mit noch viel mehr Drohnenaufnahmen zu dem Wochenmarkt in Cuxhaven. Das solltet ihr euch ruhig noch mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder halt zum ersten Mal entdecken. Wochenmarkt haben wir hinter uns und jetzt kommen wir zu unserem neuen Heimbad, das erst in der vergangenen Woche für das Publikum geöffnet wurde. Ja, kompletter Neubau. Das alte Hallenbad wurde abgerissen, das steht daneben noch. Steht nicht mehr viel, ist nicht mehr viel von übrig. Genau gegen die Sonne gefilmt, mal schauen, was davon zu erkennen ist. Jedenfalls, das alte Hallenbad, das kannte ich ganz gut. War ja auch mal eine Zeit lang hier im Schwimmverein. Und mir hat es gefallen, es war halt alt. Aber irgendwann war es wahrscheinlich so marode, dass sie das ersetzen mussten. Und deswegen haben sie dann jetzt hier direkt daneben auf dem Platz das neue Hallenbad gebaut. Ich muss mal schauen, ob und wann ich da mal schwimmen gehe. Wäre natürlich gut für mich auch, ein bisschen Sport. Aber wie so vieles anderes macht das natürlich mit mehreren Leuten dann doch mehr Spaß. Gut, im Verein könnte man das machen. Hier haben wir einen Hund, der sich gerade furchtbar aufregt. Na, schnell dann vorbei. Ja, und dann geht es hier auch schon wieder weiter in Richtung City. Ser det som ett allt är det jag vill wifea. De här jadis, jadis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, jag vill ha det, ha det. Du får mig känna safety. Min kanon är det baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Ja, und zu meinen Vlogs ist halt noch zu sagen, dass die sich auch nach diesen Jahren
immer noch im Entwicklungsstand befinden, im Zustand der Entwicklung. Ich probiere halt gerne neue Sachen aus, so wie mit den Stop-Motions, die sehr arbeitsaufwendig sind, und die Lego-Sachen interessiert auch nicht jeden, aber es ist halt interessant, sich daran mal zu versuchen. Oder auch Kochvlogs, wie als ich in dem Kondo in Cebu war. Das war eigentlich auch gar nicht schlecht. Und so entwickelt sich das halt im Laufe der Zeit. Wobei es mir dann auch in erster Linie nicht so sehr darauf ankommt, da jetzt den riesen Durchbruch mitzuschaffen. Weil leben muss ich nicht davon. Und so kann ich halt experimentieren, was mir gefällt, was euch gefällt. Hin und wieder gibt es ja auch Anregungen oder spontane Ideen mit den Vlogs von den Comic-Cons. Klar, habe ich früher auch schon welche gemacht, allerdings ohne Moderation dann. Einfach nur die Szenen aneinander gefügt. Kurze Videos. Meine Videos werden jetzt natürlich länger. Ist ganz klar. Wenn ich so unterwegs bin und euch was erzähle. Und wer schauen mag, der schaut's. Und wer nicht, der guckt sich halt was anderes an. Cuxhaven ist halt ein sehr ruhiges Städtchen. Obwohl in diesem Sommer die ganzen daheimgebliebenen Touristen, in Deutschland gebliebenen Touristen, natürlich auch schon mehr los war, sind wir dann auch hier gleich in der Nordersteinstraße angekommen. Hier findet wohl irgendeine Art Demo statt. Mal schauen, was die wollen. Ein paar Leute sind da. Worum es geht, ist die Frage. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ja, es geht natürlich wieder einmal um die Flüchtlinge. Jetzt ist das Corona-Thema schon etwas älter und langweilig für die Leute. Was passiert dann? Es werden natürlich wieder die anderen Eulenkamellen ausgegraben. Und dann geht es jetzt um die Flüchtlinge. Falls ihr das nicht so vom Sound her gut verstehen könnt. Die Frau ist sauer und schämt sich, dass keiner irgendwas macht. Und die Leute aufnimmt. Frau schimpft und regt sich auf. Da geht es sicherlich gut. Tosender Applaus. Noch was besorgen, was einkaufen. Und dazu gehen wir da jetzt mal rein. Hallo. Ja, ich musste eigentlich nur die Flasche umtauschen. Ja, genau, füllen Sie die bitte gleich mal auf. Manchmal fehlen einem dann doch die richtigen Worte. Ja, super, guter Service. Super.
rein. Oh, klasse. Dankeschön. So, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Danke. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, dann habe ich mir mal eine neue Flasche für meinen Wasserspüler geholt. Ich spule immer unser Leitungswasser selber auf. Das spart mir die Kistenschlepperei. Und es ist sogar nachgewiesen, dass Cuxhaven mit das beste Wasser in Deutschland hat. Also warum nicht? Allzu häufig bin ich hier auch nicht unterwegs. Das sind halt die üblichen Läden, nicht so viel Besonderes. Ein Haifisch, Eis. Friseure. Bekannteste Eisdiele hier in der Stadt, wenn die Leute draußen sitzen. Auch nochmal ein Blick in die Seitenstraße. Und immer noch sehr, sehr windig. Mal direkt dem Sturm entgegen. Wie gesagt, Eisdiele mit Wintergarten. Hier ist dann unsere Post. Und hier ganz in der Nähe hatte ich dann auch vorher mein Lager. Das ist dann da hinten gewesen. Das musste ich jetzt natürlich in dem Lockdown Corona-bedingt aufgeben. Was aber im Endeffekt auch ganz gut ging. Wir hatten ja eh keine Shows. Also habe ich meinen Keller ausgeräumt und alle Ware da untergebracht. Tische und so weiter noch bei einem Freund, dem Mike. Ja. So läuft sich das halt alles zurecht. Es ist auch schön, dass das kleine Bali-Kino noch existiert. Trotz der Krise hatten die ja auch viele Monate komplett geschlossen, konnten keine Filme zeigen. Jetzt läuft es wieder und so wie es aussieht, kommen die Leute auch und schauen sich die Filme an im Kino. Was natürlich gut ist für das Geschäft. Ja, das Bali Kino Center hat auch tatsächlich mehrere Säle, nicht nur einen. Mal schauen, was so läuft. Tenet natürlich, mit dem das Kino ja wieder eingeläutet wurde. Aber das sagt mir nicht viel. Muss ich nicht unbedingt sehen. Ja, und am Sitzplatz besteht keine Mundschutzpflicht. Familie und Freunde dürfen natürlich zusammensitzen. Ja, das ist das Kino. Gehen wir jetzt noch mal lang.
nehme ich euch jetzt noch weiter mit in Richtung Wasserturm. Wasserturm ist mittlerweile abgesperrt. Ist nichts mehr drin, unbewohnt. Lost Place sozusagen. Alles wuchert, alles wächst. Da steht der schöne Turm. Mal schauen, was man hier so noch zu erkennen möglich ist. Der Weg ist, wie gesagt, total verwildert. Überall wächst Unkraut. Das ist eine Baustelle. Der Turm ist verlassen. Ja, und von diesem netten Wassertürmchen gehe ich jetzt noch ein Stück weiter durch einen wirklich kleinen Park, wo die Stadtbücherei von Cuxhaven liegt und auch die Hermine. Die Hermine zeige ich euch dann gleich noch mal ein bisschen besser im Detail. Könnt ihr dann gleich schon am Horizont die Hermine erkennen. Da liegt das Schiff. Hier ist so ein kleiner Teich mit vielen Enten. Eigentlich ein ganz netter Platz. Das Licht ein bisschen regeln. Ja, das ist dann also einer der Hauptanlaufpunkte hier. Direkt in der Fußgängerzone in der City von Cuxhaven. Hier findet dann auch das berühmte Entenrennen statt. Da werden dann auf dem kleinen Kanal dort vorne jede Menge Gummienten gestartet. Solche, die ich ja euch auch im letzten Video von der Comic-Con gezeigt habe. Vielleicht blende ich sie hier noch mal kurz an. Die werden dann halt da losgelassen und an der Schleuse ist dann das Ziel. Und wer zuerst ankommt, der bekommt dann einen Preis oder so. Ist halt hauptsächlich für die Kinder gedacht. Ja, und die Entenviecher, die scheißen hier natürlich alles zu, die Möwen. Fühlen sich hier richtig wohl. Werden auch hin und wieder gefüttert. Hier merkt man den Wind dann mal richtig. Ich hoffe, dass das Mikro gut mitspielt. Ich hatte den Windschutz da drauf gezogen, dass man zumindest meine Ausführungen gut verstehen kann, wenn ich euch hier was erzähle. Ja, und hier kloppen sich die Möwen um das Futter. Die alten Luftratten. Und da liegt die Hermine.
Ich hoffe, das Bild kommt ganz gut. Den kleinen Monitor, der aus dem Action ist, immer nicht so wahnsinnig viel zu erkennen. Aber die Qualität ist schon gut. Also zum Vloggen ist die Kamera ja sehr gut geeignet. Gut. Gehen wir mal weiter. Über die kleine Brücke, wo dann auch das Entenrennen stattfindet, von dem ich euch ja vorher erzählt habe. Und zwar starten die Enten dann dort hinten von dem Ufer, werden die dann losgelassen, treiben dann hier runter unter der Brücke hindurch und dann auf der anderen Seite erreichen sie dann die kleine Schleuse dahin, das Wehr. Dann können wir jetzt noch mal hier unten an der Hermine lang gehen. Drüben ist wieder der Wasserturm zu sehen. Jo. Und da liegt der alte Kutter. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video drüber. Habe ich bisher noch nicht. Ja, die Hermine ist halt auch so ein Lieblingsprojekt der Cuxhavener Bevölkerung, die dann geschützt wurde, hier ausgestellt, aufs Trockene gelegt. Noch ein touristischer Anziehungspunkt. Ja, das ist dann unsere Hermine. Die liegt hier, kann besichtigt werden. Vielleicht auch von innen, weiß ich nicht. Dass da Führungen stattfinden, keine Ahnung. Und ich werde jetzt auch gleich Richtung mein Zuhause wieder gehen. Und deswegen möchte ich mich dann jetzt hier an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden. Meinen Mundschutz wieder runter. Ich danke euch, dass ihr euch das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst einen kleinen Kommentar da. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass ihr unbedingt die Glocke hier unten anklicken solltet, denn YouTube hat seine Benachrichtigungsregeln geändert. Und zwar, früher hat jeder automatisch eine E-Mail bekommen, der den Kanal abonniert hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Sobald ein neues Video draußen ist, bekommt ihr dann nur eine Benachrichtigung, wenn ihr die Glocke aktiviert. Also das wäre ganz gut, wenn ihr kein Video von mir verpassen möchtet. Dann aktiviert die Glocke da unten. Ja. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr alle gesund bleiben sollt. Das wünsche ich euch. Habt Spaß mit Freunden und Familie. Unternehmt was, geht raus. Lasst euch nicht nur von Corona in die eigenen vier Wände einsperren. Das wäre nicht in Ordnung. Ja, und sonst sehen wir uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Ich freue mich drauf. Also bis dann, euer Matthias.